Willkommen zurück, meine Lieben, zu einem weiteren Part bei unserer Juniper. Wir haben heute eine Aufgabe zu erledigen. Unsere Juniper, wer es noch nicht gesehen hat, das ist Part 2 von ihr, hat im letzten Part einen spontanen Auftrag bekommen, sage ich jetzt mal dazu. Und zwar muss sie in 7 Tagen heiraten. Ja, wer Juniper noch nicht kennt, ich werde dir oben rechts beim i die Folge verlinken, die allererste. Und wir gehen heute das Thema Hochzeit an. Das ist ihre Aufgabe. Wir müssen einen geeigneten Partner, eine geeignete Partnerin finden für sie, um ja unser Erbe in Anspruch nehmen zu dürfen. Und ich freue mich schon sehr. Ich bin hier in dem Spielstand. Lange jetzt nicht gewesen, aber man sieht, es hat sich so ein bisschen was getan. Ich habe ein bisschen aufgeräumt, habe ein paar Items umgestellt, habe hier ein bisschen was hinzugemacht und ich finde, es sieht richtig, richtig cool aus. Für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben und das noch gar nicht kennen, kann ich es ganz kurz mal zeigen. Wir haben hier so eine Reisestation, da zahlen wir dann 5 Symbole, was ich total cool finde. Gerade so am Anfang ist das doch dann ganz schön cool gemacht. Ja, wir haben hier unsere Briefkästchen, wir haben schon einen Mülleimer, wir haben eine Staffelei uns gekauft. Ich habe im letzten Part die Kerzen geändert. Wir haben so einen provisorischen Grill, wir haben sogar schon einen Kühlschrank. Da können wir dann sogar Eis hinzufügen. Aktuelles Eisniveau im Kühlschrank 48%. Okay, heißt, wir müssen Wasser organisieren. Wir haben hier ihre Wäscheabteilung und hier so ein Beutel, sage ich jetzt mal, mit so ein paar Habseligkeiten. Ist bisher noch nichts drin, weil sie alles in ihrem Inventar hat. Auch noch nichts so wirkliches Wertvolles dabei hat. Und hier haben wir ihre, ja, saubere Wäsche. Ich finde es voll lustig. Wir haben hier auch so eine kleine Kühlbox. Haben schon erste Pflanzen, so richtig, wir haben hier Kirschbäume, wir haben Zwiebeln, wir haben Kartoffeln, wir haben Karotten, wir haben Erdbeeren, wir haben hier Chrysanthemen, denn wir haben, muss ich wirklich sagen, ein super, super gutes Grundstück bekommen, was direkt hier hinten einmal einen Erdbeerstrauch hat und hier vorne die Chrysanthemen. Dadurch haben wir es ein bisschen einfacher. Und natürlich, wer es noch nicht weiß, wir haben eine Menge Grundstücksherausforderungen, die jetzt so im Verlaufe der Folgen ja immer so ein bisschen zum Vorschein kommen. Letztens sind wir ja viel rumgereist. Wirklich sehenswert, die Folge. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, so 2,5, 3 Stunden mit ihr zu spielen, um zu gucken, okay, was schaffen wir, wie schnell kommen wir voran. Und wir haben wirklich einiges geschafft. Und ja, hier hinten hat sie so ihr Bad. Ich finde es so cool mit diesem Plumpsklo, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich eine Mülltonne. Und wir haben hier so eine provisorische Dusche, dass sich so wenigstens noch ein bisschen hygienisch sauber fühlt. Und wir haben Präriegras. Irgendwann, wenn wir ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal vom Geld her, auf einem guten Stand sind. Wir haben ja auch unsere Pflanzen, die uns einiges einbringen. Sie ist künstlerisch gerade aktiv und hat 3 Bilder, die angeboten sind, aber noch nicht verkauft worden sind. Ja, durch das Ganze nicht so viel essen, sie ist Vegetarierin, hat sie doch ein bisschen abgenommen, unsere Süße. Aber ich finde sie trotzdem noch wunderschön. Freue mich auf jeden Fall hier auf diesen Part. Wir spulen mal gerade ein bisschen. Und sie hat sogar schon Level 5. Oh, ein malerisches Vergnügen, das sie malen mag. Ja, würde ich sagen. Wir speichern mal zwischendurch. Ich habe nämlich leider seit dem letzten Update, wo wir das auch mit den Wimpern reinbekommen haben, leider das Problem, dass mein Spiel von ein auf die andere Sekunde einfach zack, bum, bang, sich schließt. Deshalb muss ich mir jetzt immer wieder mal angewöhnen, zwischendurch ein bisschen zu speichern, dass ich nicht so viel Spielfortschritt verliere. Werden wir auch auf Plopsy anbieten. Wir werden vieles über Plopsy versuchen, bis auf die Pflanzen. Ich weiß jetzt nicht. Du bist doch im Dings seine Partnerin. Du hast doch, die haben doch miteinander, nee, Ehegatten. Oh nein, haben die sich jetzt getrennt? Oh nein. Ah nee, das ist jemand anderes. Okay, ich habe jetzt gerade ein bisschen falsch. Ich dachte gerade, das wäre Prunella, weil, ja, Prunella hat unsere Juniper angeflirtet, während ihr Mann, der Parker, neben ihr stand. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie schnell er antwortet. Ich würde sagen, wir gehen in die Meet und Mingles App und gehen ein Semi-Blind-Date ein.
Und mal gucken, wen wir so kriegen. Wir hatten letztens drei Dates und das war einmal der Owen, einmal der Francis und wir hatten noch jemanden. Das hat aber gar nicht funktioniert. Juni, was denkst du? Freust du dich? Freust du dich nicht auf das Date? Ich habe ihr natürlich das Hochzeitoutfit schon zusammengestellt, dass wir in der Folge wirklich richtig schön loslegen können. Ich habe gesehen, dass wir bei Meet und Mingles übereinstimmen. Wer bin ich, das Schicksal in Frage zu stellen? Stattdessen frage ich dich nach einem Date. Möchtest du dich treffen und sehen, ob die Funken fliegen? Unbedingt. Nicht jetzt, tut mir leid. Nicht jetzt, tut mir leid und wir sollen aufhören. Ich würde sagen, wir springen ins kalte Wasser und gehen auf ein Date. Wird sehr spannend werden, da sie ein aufsteigender Stern ist. Deshalb weiß ich nicht, wie das Ganze so funktioniert. Mit dem Oh, Date Mackinder. freundlich Smalltalk Was bitten. Oh nein. Du weißt nicht genau, wo. Nee, wir wissen ja, wo sie ist. Nur sie ist ein Star. Das ist das Problem. Nein, dann fragt sie mal nach einem Autogramm. Also ich weiß nicht, ob das mit einem Star funktioniert. Nee, okay. Nee, okay. Nein, okay. Dann, es tut mir leid, aber wir werden das Date sehr, sehr schnell beenden. Wir werden sagen, erkläre dass du nur Freunde sein möchtest. Es hat leider absolut keinen Sinn, weil sie ein B-Promi ist und die Promis sind in Sims. Wie vielleicht auch im echten Leben. Sie wollen auch zum Teil ihre Ruhe haben. Es gibt Unterschiede. Aber wenn die Funken nicht fliegen, fliegen sie nicht. Ist schon in Ordnung. Aber ich amüsiere mich nicht schlecht. Lass uns bleiben und sehen, ob wir uns auf platonische Weise verstehen. Finde ich super cool, dass sie da so offen ist. Aber wir gehen ratzifatzi das nächste Semi-Blind Date an. So, nächstes Date, nächstes Glück. Und sie ist diesmal kein Promi. Und sie ist ein. Ah, nee, das ist die Rosa. Okay, ich hatte gerade. Okay. Gerade den falschen Blick erwischt. Ich würde sagen, wir stellen uns mal super freundlichst vor, sagen: Hey, Chanel de Roulox. Okay, das ist ein sehr cooler Name. Auf jeden Fall kriegen wir hier mit ihrem Bestreben eins nach dem anderen. Sie kennt sich, stellt sich den Sims vor, hat Freundschaften, schaut schon mal soweit sehr, sehr gut aus. Auch sie hat ihr Handy in der Hand. Mach mal einen Witz, um zu gucken, ob ja, sie deinen Humor mag. Und? Oh, Okay, nee, der kam nicht gut an. Denn rede mal über Träume. Erzähl von deinem Plan, den du in die Tat gerne umsetzen wollen würdest. Und ich würde sagen, wir versuchen einfach mal ein bisschen romantisch zu sein, um zu gucken, ob das überhaupt so der Vibe ist. Ah, guckt mal hier nach gemeinsamer Chemie fragen. Das machen wir jetzt auch mal. Okay. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Heißt, sie ist offen für alles, Beziehungen ansehen. Lasst uns mal schauen. Okay. Ich kann jetzt hier nicht rauslesen, inwieweit sie offen ist. Deshalb werden wir mal hier ein bisschen Aktivität reinbringen. Wir werden mal einen Anmachspruch machen, um mal zu gucken, ob. Also, ich finde, das sieht eine ganz, ganz cute Maus. Wie lange haben wir überhaupt noch Zeit? 2 Tage. Oh mein Gott, 2 Tage. Und? Sie ist auf jeden Fall schon mal kokett. Oh. Okay, jetzt müssen wir einmal gucken. Was ist hier los? Chanel, erzähl, was ist los? Oh, sie sind eher reizlos füreinander, aber sie sind trotzdem sehr gut kompatibel und sie empfindet sie als normal. Ja gut, die Juniper, klar, wenn sie jetzt die große Liebe trifft, kann natürlich sein, dass das für immer hält, aber sie wird natürlich auch unserer Chanel so wie den anderen sagen,
was das Hauptziel eigentlich des Ganzen ist. Und ja, wir gucken einfach mal, ob die Chanel dazu bereit ist, ob sie sich das vorstellen könnte. Es ist natürlich ein großer, großer Schritt. Gestehen, sich angezogen zu fühlen. Liebe in alle... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay, okay. Tausch mal die Nummern. Okay, sie ist immer noch in der Erkundungsphase und probiert sich in ein paar Sachen aus. Also an sich ist sie nicht abgeneigt. Nimmt sie es an? Ja, sie nimmt's an. Sehr schön. Das ist doch... Oh, sie haben einen Liebesbalken. Können wir hier zusammen planschen? Dass sie da jetzt nicht abgeneigt wäre. Wir beteiligen natürlich die Partnerin, die sich dazu entscheidet, mit uns diesen Schritt zu gehen. Sie kriegt natürlich dann ein Geldgeschenk. Und ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, wir versuchen nochmal einen Flirtversuch. Wir werden aber auch nochmal einen Witz erzählen. Über Enten erzählen. Bitte noch nicht gehen. Finde ich schade, dass die Sims immer gehen wollen. Los, ihr könnt doch ein bisschen... Ja, mit Schüchens, genau. Mit den Schüchens machen wir das jetzt. Okay. Dass sie alle gehen müssen. Ah ne, sie geht zum... Jetzt macht sie beim Yoga mit. Okay. Owen ruft uns an. Hey Juniper, ich finde Chirico echt süß. Soll ich sie um ein Date bitten? Oh nein, Owen. Oh nein. Ja, Romantik liegt in der Luft. Mach das, was dein Herz dir sagt. Ich glaube nicht, dass sie gut zu dir passt. Och nein, das darf doch nicht wahr sein. Owen, wie kannst du uns das nur antun? Ich glaube schon, dass die Juniper gewissermaßen Gefühle für ihn entwickelt hat. Jetzt keine tiefen, starken Gefühle, aber diese Nachricht gibt ihr jetzt trotzdem einen Stich in ihrem Herzen. Deshalb würde sie, glaube ich, aus Eifersucht sagen, er soll nichts mit ihr anfangen. Es würde natürlich jetzt total blöd kommen, wenn wir im Anschluss gleich... Hey Owen, hast du Lust auf eine Verabredung? Fragen. Aber okay, wir gehen jetzt hier erstmal schön unser Yoga-Kurs dran teilnehmen. Und der sieht doch schon voll cute aus. Ich bin wirklich mal gespannt, ob wir die passende Partie finden für sie. Ob es wirklich dann eine Liebe für die Zukunft führt. Oder ob es, ja... nur für die Gelegenheit was ist und sie sich danach vielleicht nach ein paar Tagen scheiden lassen. Es ist spannend, finde ich. Ich hatte das einmal, diese Geldhochzeit, aber auch nicht zu Ende gespielt. Aber es ist auf jeden Fall super, super lustig und interessant, finde ich. Aber wir haben hier wirklich einen super schönen Park erwischt, wo wir hier so ein Date haben können. Mal gucken, ob wir danach noch so ein bisschen was mit ihr, mit Chanel, ein bisschen was unternehmen können, dass wir uns nochmal hinsetzen, ein bisschen mit ihr reden, sagen, hier, das und das wäre das, ja, das Ziel dieses ganzen Arrangements. Du würdest natürlich deinen Teil auch bekommen, natürlich. Ich weiß gar nicht, kriegt man 2500 Simoleons? Sowas um den Dreh, glaube ich. Aber ja, es bleibt weiterhin spannend. Okay, unser Schachtisch ist jetzt leider besetzt, deshalb versuchen wir jetzt mal hier dieses Simples zu spielen. Sie ist bisher auch noch da geblieben. Das freut mich sehr, dass sie sich dazu entschieden hat, doch noch zu bleiben nach dem ersten Untersagen, dass sie nicht gehen soll. Okay. Das war scheinbar ein Punkt für sie, vermute ich jetzt mal. Ich finde, die beiden geben ein super, super süßes Pärchen ab. Owen hat so ein bisschen, ich weiß nicht, ich fand es jetzt nicht so cool, dass er da so eine Nachricht geschickt hat und sagte, hier, er hätte Interesse an der anderen. Hätte er ja von Anfang an offen sein können. Gut, er war auf einem Dating-Profil, das ist ja meistens so, dass mehrere Dates nebeneinander laufen, bis man vielleicht mal so eine richtige Entscheidung trifft. Aber ich glaube, unsere Juniper hat sich das vielleicht auch so ein bisschen anders vorgestellt, wie das Ganze abläuft. Aber ich finde,
Dieses Date läuft eigentlich bisher echt gut. Hat sie gewonnen? Ich glaube, sie hat sie hat unseren Flirtversuch, unsere schlüpfrige Frage abgelehnt. Okay. Aber unser Kompliment hat ihr gefallen. Okay, vielleicht mag sie es auch nicht so offensichtlich vor anderen. Das kann natürlich sein. Ich finde, bisher läuft unser Date echt gut. Oh, jetzt hat sie den Flirt angenommen. Das ist sehr schön. Will man noch mal ein paar hier alberne Gesichter schneiden? Werden noch mal eine tiefgründige Unterhaltung führen? Sind die beiden nicht süß? Was guckst du so? So, wir gucken mal bei unserer cuten Chanel hinein. Sie hat keine Liebesbeziehung zu jemand anderem, nur zu unserer Juniper. Wir gucken uns jetzt das Profil mal an. Also sie findet sie als attraktiv. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Sie sind sehr gut kompatibel und sie haben ein romantisches Interesse. Chanels ersten Eindruck gegenüber Juniper ist verantwortungsvoll. Die Juniper hat aber nicht so einen guten ersten Eindruck gegenüber Chanel. Und zwar ist sie so ein bisschen anmaßend. Dieser Sim scheint ziemlich anmaßend zu sein. Okay. Wir gucken mal, wie es ihr so gefällt, wenn sie die Juniper von ihrer Seite mal vielleicht ein Kompliment macht. Und vielleicht auch ein bisschen Smalltalk hält, Mut zum Ausdruck bringen. Wir gucken mal einfach, wie das Ganze ein bisschen läuft. Wir werden mal hier über den Erfolg im Leben reden. Da gab es wieder ein Flirter. Ich finde die beiden so, so süß. Und? Was denkt ihr hier, zwei Mäuse? Hm? Sie können den ersten Kuss erleben. Oh mein Gott. Ich würde aber sagen, wir versuchen mal zu knuddeln erstmal, um zu gucken, ob sie diese Nähe überhaupt zulassen würde. Weil ich habe gerade geguckt, wir haben nur noch zwei Tage, die Zeit rennt. Och, wie süß. Süß. Okay, wir gucken nochmal, ob von ihr aus auch ein bisschen was liebst du mich an Anspruch. Sie wird immer ein Kompliment über das Aussehen machen, auf jeden Fall. Was kannst du machen? Du kannst auch knuddeln. Das hört sich doch auch sehr gut an. Versuch das mal. Ich finde schon, dass eine Verbindung da ist. Deshalb würde ich denken, die Juniper würde der Chanel mal sagen, dass sie sich angezogen fühlt. Oh, was ist? Gedrückt werden. Oh, Juniper hat abgelehnt. Oh mein Gott, okay. Okay. Sie hat abgelehnt. Aber warum? Nach allem, was war, warum? Oh, wir haben hier einen Teenager, den Travis. Der macht mit Yoga. Oh, ich weiß nicht. Sollen wir es uns trauen, den Kuss zu versuchen? Ich habe Angst, dass das nach hinten losgeht. Versuch's mal, die Hände zu küssen. Was? Halt mich fest. Wow, die liebevolle Berührung von Juniper, Nami haben diesen Moment wirklich magisch für Chanel gemacht. Chanel hat über die Freude von Zärtlichkeit und die Behaglichkeit eine warme Umarmung von einem geliebten Sim nachgedacht. Ob sie körperliche Nähe mag? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön, das entwickelt sich doch so einigermaßen. Können wir hier, sollen wir es nochmal versuchen? Ja, komm. Sie will nicht von ihr umarmt werden. Warum?
Warum denn? Juniper, ich verstehe es nicht. Warum? Dann teile mal die Gedanken. Ich verstehe es nicht, warum sie sich nicht umarmen lassen will. Mach nur mal Händchen halten. Aber sie lässt zu. Okay. Ihr Lieben, wir werden es wagen. Wir werden den ersten Kuss versuchen. Oh. Juniper hat den Eindruck, dass ein anderer Sim seinen Blick direkt auf sie gerichtet hat. Mit einem Funkeln in ihren Augen ist deutlich zu sehen, dass Chanel ein starkes Interesse an Juniper hat. Wir werden die Annäherung natürlich akzeptieren. Ihr Blick. Habt ihr es gehört? Sie haben es zugelassen. Oh mein Gott. Die beiden hatten ihren ersten Kuss. Oh mein Gott. Können wir sie denn jetzt weiterhin in unseren Plan einbinden? Wir werden eine normale Umarmung mal versuchen auf freundschaftlicher Basis. Aber die haben sich geküsst. Okay, das funktioniert. Okay, wir werden nochmal wir versuchen mal einen sanften Kuss. Wir versuchen es mal. Der hat funktioniert, aber das zuvor hat scheint nicht funktioniert. Ich würde sagen, die beiden gehen jetzt eine Runde spazieren. Und wir gucken mal, ja, wie die Vibes danach so aussehen. Denn wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Wir müssen uns dann, würde ich sagen, heute entscheiden. Allerspätestens am Donnerstagmittag. Denn, wie gesagt, wir haben nur 2 Tage. Es wird eine enge Kiste. Ich würde sagen, ihr geht jetzt mal spazieren. Und dann müssen wir uns entscheiden. Sollen wir es mit ihr versuchen und sagen, okay, für den Zweck. Und wir gucken, wo es hinführt zwischen den beiden. Ich finde sie auf jeden Fall super, super cute, die zwei. Oder ob wir sagen, okay, sollen wir den Owen nochmal eine Chance geben, dass wir mit ihm nochmal auf eine Verabredung gehen. Vielleicht auch jetzt danach dann, wenn sie beiden zurück sind, dass wir sagen, hier, okay, ich melde mich bei dir auf jeden Fall. Sie hatten ihren ersten Kuss. Das war mit Owen ja noch nicht. Der hat uns leider 3-mal versetzt. Ich habe ihn dann immer wieder zurückgepfiffen. Okay, sie kommen jetzt jede Sekunde zurück. Sie waren jetzt sehr, sehr lange spazieren. Aber die Moodlets sprechen für an sich dafür. Auch bei ihr, es sieht super aus. Ich würde sagen, Juni, was denkst du? Sie sieht auf jeden Fall super, super zufrieden aus. Macht einen super glücklichen Eindruck. Da es aber jetzt doch schon so spät ist, werden wir uns hier eine Kleinigkeit aus dem Kühlschrank holen. Ich werde sie schon mal das essen lassen. Sie wird nochmal in die Dusche springen. Wir werden dann mit dem Owen am Morgen so gegen 6 Uhr oder 7 Uhr nochmal ein Date angehen. Vielleicht so für 5-6 Stunden, um einfach zu gucken, okay, wir würden ihm nochmal eine Chance geben. Ob er sie dann annimmt, ist ja seine Entscheidung. Und wenn das irgendwie nicht so gut laufen sollte, würde ich sagen, gehen wir die Hochzeit an. Heißt, wir müssen irgendwie einen Antrag zustande bringen und dann eine Hochzeit irgendwie planen. Wir wünschen unserer Juniper einen wunderschönen guten Morgen und wir starten direkt sehr, mit vielen Sachen, die kaputt sind. Deshalb werden wir uns erstmal unseren Radio reparieren, danach müssen wir unseren Kühlschrank reparieren. Und dann würde ich sagen, kann sie das mal wegwerfen. Unsere Kirschen sind da. Nicht schlecht. Unsere Kirschbäumchen sind gewachsen. Oh nein. Gerade wo ich es sage. Oh nein. Nee, lass das. Wie viel Geld haben wir? Was würde der kosten, wenn wir ihn ersetzen? 38. Wir ersetzen ihn jetzt. Oh. Okay, Leute. In die Wedding Boutique. Oh mein Gott. Also wenn das kein Zeichen ist. Wir sagen ja. Wir sagen ja und wir gehen in die Wedding Boutique. Das ist ein Zeichen. Ich glaube, wir haben unsere Kandidatin gefunden, mit der wir unsere Aufgabe, jemanden zu heiraten, in 7 Tagen erfüllen können. Und ja, es soll so sein.
gib ihr mal einen sanften Kuss und sag, hey, voll schön, dass du mich spontan eingeladen hast. Und dann auch noch einen Hochzeitsladen. Und sie so, ja, ich dachte mir, dass das würde gut ankommen. Gerade weil wir ja, weil du mir von deiner Idee da erzählt hast und ich dachte mir, komm, wir gucken einfach mal. Wir werden jetzt einfach mal ein paar Brautkleider anprobieren gehen. Oh Gott, wie süß. Wieso hast du dich vor ihm so erschreckt? Sieht sie nicht süß aus? Sieht sie nicht süß aus? Wie süß. Haben wir hier noch ein Kleid, was du anprobieren könntest? Ich würde aber auch gerne mal... Ah, das kann sie nicht anprobieren. Okay. Aber sieht sie nicht süß aus? Lass die Junipers auch mal anprobieren. Es ist schon lustig. Ich glaube, ihr Lieben, wir machen das. Wir werden die Chanel fragen, ob wir sie heiraten dürfen, um unsere Aufgabe zu erfüllen. Sie sagt hier, also wir, oh mein Gott, sieht sie süß aus. Und sie sagt natürlich hier, wir verstehen uns so gut. Wir können natürlich gerne darüber hinaus versuchen, was Ernstes wirklich draus werden zu lassen. Sie ist da offen. Würde gucken, wo es hingeht. Es würde jetzt nicht nur wegen der Hochzeit so laufen. Sie sagt, okay, gut, du bist mein Typ. Wir versuchen es. Und dann werden wir nochmal hier ein bisschen Komplimente machen. Och, goldig. Goldig, goldig, goldig. Wie viel haben wir noch für die Verabredung? 3 Stunden. Oh. Von Nebentätigkeit erzählen. Können wir versuchen. Können wir sie denn überhaupt fragen, ob sie mit uns in einer Beziehung sein möchte? Sag du Oma, dass du dich angezogen fühlst? Tiefgründige Gedanken mag? Ja. Oh, ihr Lieben, ich finde die beiden so, so süß. Gib ihr mal einen leidenschaftlichen Kuss und dann wissen wir irgendwie, ach, warum, was ist los? Das läuft doch wirklich gut bisher. Ah, ich hab's gefunden. Okay, also, wir haben hier, wenn wir weitergehen, den Reiter, mehr Beziehungen, mehr erfahren, Beziehung ändern. Und da haben wir dann um nicht exklusive Beziehungen bitten, exklusive Beziehung bitten, bitten nur Freunde zu sein, bitten nur Freunde zu sein, indem wir uns trennen, beste Freunde werden und bitten, eine Beziehung einzugehen. Ich würde sagen, wir fragen sie jetzt mal, ob sie unsere feste Partnerin sein möchte. Und dann gucken wir, ob wir ihren Antrag machen können. Um zu gucken, ob sie ihn annimmt. Ja, was kaufen wir dir denn für ein Kleid? Die sind jetzt nicht so gigantisch. Können wir das dann anprobieren? Und? Sie sagt ja. Oh, sie sagt ja. Die beiden sind jetzt ein Pärchen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, wir wagen es. Wir werden jetzt einmal hier, würde ich sagen, zusammen hingehen. Und dann wird Juniper ihr den offiziellen Antrag machen und sagen, hier, möchtest du mit mir diese Verbindung eingehen? Wir schauen natürlich, was draus wird. Ich mag dich, du magst mich. Und da haben wir auch in dem Reiter jetzt Heiratsantrag machen. Und dann schauen wir mal, ob sie ja sagt. Wenn sie ja sagt, hätten wir unsere Aufgabe erfüllt und müssen nur noch heiraten. Sie sagt ja, sie sagt ja. Super schön, super schön. Wir können unsere Aufgabe erfüllen und die beiden werden sich das Ja-Wort geben. Wir schauen natürlich mal sehr gespannt,
dann weiter in die Zukunft, wie es aussieht. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lang rum. Wir haben noch genau 19 Stunden. Ich würde sagen, die Süßen gehen jetzt irgendwo schön brunchen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Die beiden haben sich das Ja-Wort gegeben. Sie werden den Plan in die Tat umsetzen. Wir werden uns jetzt mal hier was Schönes zum Frühstück bestellen. Sie wird sich ein Croissant holen und die Juniper ein Schokobrötchen. Oh. Nee, das ist Mike. Okay, ich dachte gerade, das sei Francis. Gib ihm mal einen Strauß mit einem Liebesbrief. Das ist so süß. So cute. Ich glaube, wir machen eine Strandhochzeit, oder? Ja, ich glaube schon, oder? Könnte ich mir bei den beiden super, super gut vorstellen. Das ist so süß. Cute. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, dass wir es doch schaffen, jemanden zu finden, der sich auf unser Experiment einlässt, der mit uns das Ganze angeht. Aber ich glaube, unsere Chanel hat ihren Narren an unserer Juniper gefressen. Und hier. Oh, süß, 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 süß. Cute. Cute, cute, cute. Ja, ich würde vermuten, wir gehen an den Strand. Hier, man kann es mal eine Münze werfen. Sag hier, ich hoffe, das klappt alles. Sie wirft die Münze für ihr Glück, dass das hält, dass sie das Geld bekommt, dass das keinem auffällt, dass das jetzt so spontan ist. Die beiden mögen sich sehr, aber so die wahre Liebe ist es jetzt doch noch nicht. Aber sie erhofft sich viel für die Zukunft. Süße, du hast es geschafft. Kann man nicht anders sagen. Du hast es geschafft. Haben wir uns nicht ein wunderschönes Grundstück für diese wunderschöne Hochzeit? Ich finde diesen Ort wunderschön und ich finde, der passt super zu den beiden. Und da sind sie nicht wunderschön, die zwei. Ich würde sagen, unsere Chanel wird einmal zu ihr gehen und sagen, hier, du siehst bezaubernd aus. Und unsere Juniper wird dasselbe zu ihr sagen. Sagen, du siehst wunderschön aus. Ich danke dir so für diese Möglichkeit. Und ich hoffe wirklich, dass wir eine glückliche, zufriedene Ehe werden sich das Ja-Wort geben. Aufhin einer wunderschönen Aufgabe, die wir zugeteilt bekommen haben, werden wir den Plan in die Tat umsetzen. Und ich kann es immer noch nicht genau glauben, dass das jetzt funktioniert. Die beiden sehen wunderschön aus. So, so süß, so cute. Eine schöner als die andere. Oh, schön, schön, schön. So süß, so süß. Schön. Ich hoffe es wirklich. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr sagt. Ob die beiden eine Zukunft verdient haben. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach. Aber ich denke schon. Schaut es euch an. Oh, schön, schön, schön. Ja. Oh, schön. Cool. Cool, cool, cool. Zusammenziehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, aber wir werden nicht zusammenziehen, denn wir wollen sie ja nach der Hochzeit richtig kennenlernen, auf Dates mit ihr gehen und das dann so richtig in Angriff nehmen. Klicke auf OK, um Haushalt verlassen und umziehen, auch zurückzugreifen und festzulegen, welche sind in welchem. Nee, das wollen wir nicht. Wir haben das Geld bekommen. Wir hatten, ich weiß nicht, 1400, 1500. Wir haben jetzt 19.000 Simoleons. Ich weiß jetzt leider nicht, ich habe leider unten nicht hingeguckt, wie viel wir jetzt durch die Hochzeit bekommen haben und wie viel wir durch das, durch die arrangierte Ehe, sage ich jetzt mal dazu, das, ja. Wir haben jetzt 19.000 Simoleons. Oh
Mein Gott, eine Münze für Glück und Erfolg. Verlobt, frisch verheiratet. Und sie ist sexuell, hat sie Verlangen nach ihr. Ich würde sagen, wir werden sie jetzt nochmal romantisch. Ich liebe dich sagen, sag hier, ich bin dir so unendlich dankbar, dass du das mit mir durchgezogen hast. Wir werden ihr dann eine Belohnung geben. Können wir ihr ein freundliches Geschenk geben? So, die beiden sind jetzt einmal umgezogen worden. Ich versuche ihr jetzt irgendwie das Geschenk zukommen zu lassen. Ja, ja, wir haben es geschafft. Die beiden sind verheiratet. Wir haben tatsächlich jemanden gefunden. Juniper, no, Chanel. Dass die, ja, die sind eng miteinander verbunden, würde ich sagen. Jetzt versuchen wir noch, ihr das Geld als Dankeschön zu geben. Und werden uns jetzt hier noch einen wunderschönen, romantischen Tag machen. Wir werden sie einmal einladen, abzuhängen und werden das Ding anzünden. Bitte, ohne zu verbrennen, nicht wie im ersten Teil. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich glaube es immer noch nicht so ganz. Ja, Owen hat seine Chance leider vertan. Da war jetzt Chanel ein bisschen eifriger hinterher. Ich würde sagen, wir machen mit Owen dann auch Schluss. Werden wir dann über den RPO machen. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt so ein bisschen was zu grillen, wenn das hier funktioniert. Oder? Können wir hier grillen? Oh mein Gott. Dieser Sim, der macht mich fertig. Jetzt brennt sie schon wieder. Lösch dich bitte. Oh Gott. Geschenk geben. Simoleons Geschenk. Wie viel Simoleons geben wir ihr? Wir haben so viel Geld bekommen. Ich würde sagen, sie hat 5000 Simoleons verdient. Ich weiß halt nicht, wie viel Geld sie jetzt aus der Ehe mitgebracht hat. Aber ich... Weißt du, wir haben sie ja nicht dem Haushalt hinzugefügt. Heißt, das Geld konnte ja nicht... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe viel darüber nachgedacht und wollte dich fragen, ob wir zusammenleben sollen. Puh, ich glaube nicht, dass das der richtige Zeitpunkt ist. Ich würde mich freuen. Ich kann mir vorstellen, dass der Juniper das vielleicht auf einer gewissen Weise und Ebene jetzt nicht peinlich, aber vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Da sie auf einem Grundstück wohnt, wo kein Strom, kein Wasser angeschlossen ist, wo kein richtiges Haus draufsteht. Das könnten wir jetzt in Angriff nehmen mit einem Haus, dass wir ihr so ein kleines Häuschen und sich was von 10 bis 8 Steinchen machen, wo sie ihre Dusche, ihr Bett drin hat, dass es zumindest ein bisschen wohnlicher ist und wir sie dann nachfragen, ob sie einziehen möchte. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sie zu dem Zeitpunkt sagen würde, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ich weiß, dass das einen riesen Knirsch in die Beziehung jetzt bringt. Aber es ist das Richtige. Und sie wird jetzt bestimmt total traurig sein. Ja, zusammenziehen? Nein. Oh, es tut mir leid, Chanel, aber das wäre nicht das Richtige. Aber wir geben dir jetzt dein Geschenk. Dass wir das schon mal abgeschlossen haben, dann wäre in der Beziehung dieser Schritt getan. Wir haben geheiratet, haben das Geld bekommen, sie kriegt ihren Anteil. Und dann geht es darum, dass die beiden ja sich eine Zukunft aufbauen, ob es wirklich bestehen bleibt, die Gefühle füreinander, ob sie sich eine Zukunft miteinander vorstellen können. Und ich bin super, super gespannt, ob das funktioniert. Sie sagt, ich bin dir super, super dankbar, dass du mit mir diesen Schritt gehst. Das ist dein Anteil, aber das soll nicht heißen, dass ich dich abschreibe, sondern ich möchte einfach nur, dass dieser Bereich geklärt ist. Und die beiden werden jetzt nochmal einen langsamen Hochzeitstanz machen, dass wir den auch haben. Auf jeden Fall total zuckersüß, die zwei. Wir haben die Hochzeit geschafft, wir haben die Aufgabe erfüllt. Ich hoffe, der Part hat dir soweit gefallen. Die beiden machen jetzt ihren langsamen Hochzeitstanz noch, genießen die Zeit. Wir werden dann nach Hause gehen, ein Häuschen schon mal bauen
Und ja, wenn du mehr von Juniper sehen möchtest, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du es mir in den Kommentaren signalisierst. Und falls du ganz neu sein solltest, dann lass gerne ein Abo da, damit du nichts verpasst. Ich würde mich auch super über einen Like freuen von dir. Wünsche dir allerdings jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich natürlich sehr, wenn ich dich in einem der anderen Videos herzlich willkommen heißen darf oder wenn wir uns hier bei Juniper wiedersehen. Ich hätte sehr, sehr Lust, sie zu spielen. Bin daher sehr, sehr gespannt, was du dazu sagst. Die beiden sind einfach so süß zusammen. Oder? So cute. Ja, und mit dem süßen Abschied, süßen Bild verabschiede ich mich jetzt von dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Yummy.